Erwachen. Im Auge des Sturms vernimmt Clive eine vertraute Stimme. Er folgt ihrem Ruf, in der Hoffnung, den Verursacher all seines Schmerzes zu finden und für immer auszulöschen. Das Auge des Sturms, östliches Sambrek. Ein unkontrollierbarer Wirbelsturm gigantischen Ausmaßes, der vom wütenden Schmerz Benediktas geboren wurde und von Garudas wildem Zorn am Leben gehalten wird. Erwachen. Dann folgen wir doch mal dem Mann in der Robe. Da ist er auch schon wieder verschwunden. Wo ist er hin? Das werden wir auf jeden Fall rausfinden, Clive. Da ist er. Folgen. Folgen wir ihm, wollte ich gerade sagen. Da hat uns Harpy aber nochmal heim. Harpy ist schon Garuda heimgesucht, ha? Alter Schwede. Wir sollten besser aufpassen, was so vom Himmel fällt, bevor wir noch zerquetscht werden. Nein, der Wind wird uns nicht stoppen. Sie spielt mit mir. Aber der Wind macht uns langsam. Und ja, noch spielt sie mit uns. Ich glaube, die Katie hätte uns schon lange töten können. Die hätte uns einfach darunter schmeißen können. Aber egal, wir müssen dem Mann mit der in der Robe folgen. Den vermeintlichen Mörder Joshuas. Wobei ich immer noch nicht davon überzeugt bin, dass er es war. Denn ich denke, wir sind Ifrit. Ich denke nicht, dass er das war. Ich denke eher, dass er uns hat erwachen lassen. Das wird eher heftig, das hier. Wir gegen eine Esper. Denkt dran, wir sind kein Krieger des Lichts. Eidelin hält uns, oder ist nicht hier bei uns. Böse. Holy moly. So, frisst deine eigene Medizin, Garuda. So können wir Garuda zumindest ein wenig Schaden anbringen. Sobald sie schwankt, können wir sie mit ihrer eigenen Umarmung runterziehen.
Vergiss es, du Biest. Oh ja. Wir brechen dich noch auf eine ganz andere Art und Weise. So. Schaden haben wir ordentlich angebracht. Das können wir uns nicht nehmen lassen. Oh, noch mal ein kleines Power-Up, die gute Garuda da. Das heißt, wir können aber auch mit ein bisschen Magie angreifen. Zumindest sieht es mal so schwer danach aus. Aber ich denke mal, auch hier können wir ein bisschen so reinhauen. Okay, das war wohl nicht die beste Idee. Okay, das hätten wir aber immerhin überlebt. Oh yeah. Na los, leg dich hin, mein Mädchen. Ja, ich zeig dir mal die richtigen Hasen, Junge. Wieso bringt man Schaden an Garuda? Sehr schön. Okay, ein bisschen Schaden kriegen wir, aber soll uns nichts machen. Okay, zum finalen Stich. Kürzen wir ja doch die Flügel. Garuda bezwungen. Wir sind
Na dann, lass uns kämpfen. Wir sind Ifrit. Oh ja. Ist das mega gut. Jetzt wird's erst richtig interessant, Freunde. Ich hab's doch gesagt. Hauen wir eine runter. Oh ja. Das fühlt sich richtig gut an. Das fühlt sich sowas von gut an. Ifrit zu spielen, das ist so genial. Alter. So wollte ich schon immer mal Final Fantasy spielen. Mega gut. Richtig cool. Und wir hüpfen direkt hinterher. Ah. Das werden wir zu Painer bitten, Garuda. Das ist einfach episch. Hey, der Punkt geht an dich, Garuda. Aber wir setzen einfach ein bisschen nach. Oh ja. Yeah. Das sitzt aber mal so richtig. Ah. Na komm. Okay, das können wir nicht blocken, da müssen wir uns dann wirklich ein bisschen aus dem Staub machen. Weil das hast du nicht kommen sehen, glaube ich. Oder? Oh ja. Yeah. Ich finde den Slam immer richtig schön. Oh oh, jetzt gehen wir fliegen. Als ich letztes Mal gecheckt habe, konnte ich mich nicht ganz so gut fliegen. Aber das soll uns nicht wehtun. Ja, jetzt tut's weh. Was ein epischer Kampf, Freunde. Und noch den 360 im Schweif. Sehr geil. Uns fehlt ein Arm. Ist jetzt eher schlecht. Okay, wir regenerieren einfach. Oh ja. Yeah. Okay, jetzt fehlt Garuda-Anteil. Auch schön. Es ist ein Geben und Nehmen in diesem Kampf. Oh ja. Yeah. Hauen wir sie zu Brei. Und die nächste Salve.
Stirb schon. Na los. Ja, Bruder. Bezwungen. Zu dir, Clive! Du bist es doch, oder nicht? Aufhören! Jetzt! Ich bin einfach zu nett. Verdammte Scheiße. So lange hast du ihn gesucht. Und dann war er in dir selbst. Kann man sich nicht ausdenken. Wieso? Wieso bist du ihm gefolgt? Benner. Das kannst du doch nicht gewollt haben, oder?